Herzlich willkommen zum nächsten Let's Play Schach. So. Ups, und jetzt habe ich was gespielt, was ich eigentlich gar nicht in meinem Repertoire habe, aber der Gegner spielt jetzt hier B3. Und ich bin schon wieder völlig aus der Theorie raus. Ich denke, vielleicht kann man versuchen, D5 zu spielen. Ja, D5. Und die Stellung sollte doch eigentlich angenehm sein, oder? Springer F6. Schnell den Königsflügel entwickeln. Ah, vielleicht kommt er jetzt schon an mit Springer E5. Okay, er spielt erst Dame E2, dann habe ich noch Läufer E7. Jetzt kann er auf F6 nehmen. Gibt aber das Läuferpaar ab für den Doppelbauern. Okay, macht er. Finde ich gut. Ich meine, wieso spielt man B3, dann Läufer B2, um dann auf F6 rauszuschlagen? Jetzt gibt er auch noch den zweiten Läufer ab. Und die Stellung gefällt mir. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wohin ich rochiere, aber vielleicht bleibe ich auch einfach im Zentrum. So, erstmal Läufer E6, obwohl. Ich spiele mal A5. Wenn er lange Rochade macht, hilft mir A5. Und kurze kann er nicht machen, weil ich Läufer A6 habe. Und ich spiele jetzt mal Turm G8, greife den G2 an. Nutze sozusagen aus, dass ich hier einen Doppelbauern habe. Habe ich wenigstens die halb offene Linie für meinen Turm. Der spielt Dame D3. Idee ist, den Bauern auf H7 rauszunehmen. Turm schlägt G2, Dame schlägt H7. Ist schon etwas unangenehm. Ich denke, ich decke den Bauern auf H7. Mit Turm G7 sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Aber die Frage ist halt, was will er spielen? Dame steht auf D3 nicht perfekt. Vielleicht kommt er mit Springer H4 und Springer F5 an. Und im richtigen Moment kann ich immer noch mal auf G2 nehmen. So, ich denke, jetzt spiele ich erstmal Dame D6. Okay, er spielt Springer E2. Kann ich Läufer A6 spielen? Ich glaube, ich spiele mal Läufer A6, wenn wir seine Dame dann jetzt noch gehen. Wenn sie jetzt von H7 runtergeht, kann ich auf G2 nehmen. Und wenn sie zum Beispiel nach F5 geht, um weiter auf H7 drauf zu bleiben, kann ich auf E2 nehmen. Da kann er auch keine Rochade mehr machen. Aber wahrscheinlich möchte man nicht auf E2 nehmen. Okay, er fesselt sich selber. Ich denke, ich mache mal lange Rochade, weil hier kann mir eigentlich nicht so viel passieren. Wenn er den B4 spielt, also wenn er zum Beispiel B4 spielt, nehme ich den einfach mit dem C-Bauern raus und stehe gut. Und wenn er kurze Rochade macht, kann ich zum Beispiel meinen Turm auf der G-Linie verdoppeln und stehe gut. Die Frage ist halt nur, wohin stehe ich meinen König? Weil irgendwie nach B8 möchte ich nicht gehen. Dann kommt er mal mit Dame F4 an. Und B7 ist halt auch ein bisschen blöd, weil es den Läufer einsperrt. Aber ich glaube, der Läufer kommt hier wieder raus. Und selbst wenn, kann ich meinen König immer noch nach A7 spielen. Und dann kommt mein Läufer hier über C8 wieder raus. Okay, er spielt Springer G3. Vielleicht Springer H5 möchte er spielen. Könnte ich auf C4 einmal nehmen. Warum eigentlich nicht? Ja, warum sollte ich nicht auf C4 nehmen? Sehe ich jetzt keinen Grund dafür, dass ich nicht nehmen sollte. Vielleicht, dass er Turm B1 hat, aber das stört mich jetzt weniger. Spiele ich König A7. Und sein König kann ich kurz rochieren.
Und gegen eine Dame und einen Turm habe ich hier genug Verteidigungsfiguren am Königsflügel. Gut, Dame C2. Ich gehe Spiel auf A6 zurück und jetzt habe ich auch mal Ideen, Turm schlägt G3 zu spielen. F steht Dame steht G3. Muss ja schon König D1 spielen, aber jetzt spielt er erstmal. Oh, hat hier eine Gabel gefunden. Aber ich habe noch Dame E6 Schach. Und wie will er das jetzt verhindern? Jetzt hängt nämlich G2. Er muss seinen König ziehen oder halt was dazwischen ziehen. Aber dazwischen ziehen geht eigentlich recht schlecht. Springer E3 vielleicht. Da kann ich aber trotzdem auf G2 nehmen. Und ich denke, die Stellung ist hier schon sehr gut für mich. König D1 funktioniert. Okay, wollte ich. Obwohl doch König D1 funktioniert. Ich habe Läufer D3. Ja, warum nicht Läufer D3 spielen? Auf G7 kann er nicht nehmen, weil ich auf C2 mit Schach nehme. Also auf G7 kann er natürlich nehmen, aber es bringt ihm nicht so viel. Ja, und jetzt verliert er einfach Material. Okay, er greift nochmal auf A5 an. Ja, und das ist unangenehm. Ja, der Zug ist gut, Dame C3 ist ein guter Zug. Weil halt mein König steht auch nicht so sicher. Und Dame schlägt F5 tot, jetzt sogar matt. Auf Dame schlägt F5. Hat er vielleicht sogar einen Dauerschach? Obwohl, ich nehme einfach auf B1 raus. Kann er zwar auf G7 nehmen. Aber kann ich jetzt auch nichts machen. Gut, er nimmt erstmal dort. König B7, jetzt hat er kein weiteres Schach, weil meine Doppelbauern hier die Schachs verhindern. Okay. Spielt den. Kann ich mit Dame B3 Schach ausweichen und dann auf F5 nehmen? So. Halt. Erstmal kurz überlegen. Läufer D3 Schach sieht nämlich auch gut aus. Läufer D3 Schach, König E3. Dann auf F5 nehmen. König hierhin. König F4. Ja, ich denke, das mache ich. Läufer D3 Schach. Dann nehme ich hier auf F5 mit Schach. Gut, er kann auch wieder zurückgehen nach König E2 spielen. Okay, macht er auch. Lässt mir hier noch einen Abzugsschach. Theoretisch. Ich spiele mal Dame D3 Schach und Turm E7. Deckt den Läufer auf E7. Mal gucken, was er jetzt macht. Kann er eigentlich hier schlecht was machen? Okay, er spielt Turm E3. Habe ich Dame C2 Schach? Ja, ich glaube, ich spiele mal Dame C2 Schach. Und nehme dann auf G2 raus. Okay, er will mich wieder gabeln. Ah, ich habe immer noch einen Schach. So, Dame C4 Schach. D3. Habe ich wieder einen Schach.
Und jetzt kann ich auf F2 nehmen. Und ich glaube, das ist jetzt ziemlich kaputt. Ich drohe Dame B1 matt. Und er hat aufgegeben. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal.